Hallo meine Lieben und falls ihr euch fragt, was heute anders mit meinen Haaren sein sollte, ich hoffe, es fällt überhaupt auf, ich habe sie heute mal geglättet. Ich glaube, ich habe monatelang und glaube ich sogar mindestens 2, 3 Jahre kein Glätteisen mehr in der Hand gehabt. Ich bin, was Haare angeht, bin ich immer so ein bisschen faul, muss ich sagen. Also da stört es mich auch nicht so, wenn die so ein bisschen fliegen oder jedenfalls nicht so sehr, als dass ich mir den Aufwand mache, sie zu glätten oder ähnliches. Ich nehme das einfach, wie es ist und bin da total unkompliziert. Und jetzt heute habe ich immer gedacht, ich habe sie heute Morgen nämlich frisch gewaschen gehabt. Ich glätte sie mal und fand doch den Unterschied jetzt gerade ganz schön krass, muss ich gestehen. Ihr müsst aber unbedingt sagen, ob das auch in der Kamera groß auffällt, dass ich sie jetzt einfach, ich habe sie einfach nur geglättet. Ich bin einfach nur ein paar Mal drüber gegangen. Ich habe auch keinen Spiegel im Badezimmer. Deshalb habe ich sie erst im Bad geglättet und bin später noch ins Kleiderschrankzimmer gegangen, also ins Schlafzimmer, und habe mit dem aus der Stecke gezogenen Glätteisen noch die Reste glatt gezogen. Ganz egal. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil ich so viele Anfragen von euch in letzter Zeit bekommen habe, was noch auf meiner Designer-Wunschliste steht oder generell auf meiner Wunschliste oder ob ich mich für dies oder jenes interessiere. Und ich glaube, das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, dass ich die letzte gemacht habe. Und wie ein paar von euch ja richtig festgestellt haben, sind davon ja auch schon ein paar Dinge in Erfüllung gegangen. Und ich liebe Wunschlisten. Das ist für mich einfach immer so eine wunderschöne Beschäftigung. Man darf es noch nicht mit einer To-Do-Liste verwechseln. Da hatte ich auch mit einer von euch irgendwie darüber gesprochen, dass wenn man so eine Wunschliste hat, dass es manchmal ja auch darin ausarten könnte, okay, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt. Mir hilft das aber immer ungemein, wenn ich jetzt wieder Geld angespart habe, mir zu überlegen, okay, wofür will ich es ausgeben? Will ich es noch weiter für einen größeren Zweck ansparen? Oder kaufe ich mir da von dem Ersparten jetzt mehrere kleinere Dinge? Oder etwas Mittleres oder Ähnliches. Also ich bin da, ja, ich finde es auf jeden Fall total schön, mich mit sowas zu beschäftigen, weil für mich ist das was Positives und ich liebe es, gerade momentan, wo da passiert wieder so viel, auch so viel Schreckliches, und das sind Dinge, die nimmt, glaube ich, jeder von uns auf und jeder von uns sucht dann aber auch im Alltag einfach Möglichkeiten, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen, zumindest geht mir das so. Weil ansonsten würde ich nur noch sorgenvoll durch den Alltag gehen und ich bin sowieso jemand, der sehr empathisch ist und manchmal dazu neigt, ein bisschen zu nachdenklich zu werden. Deshalb achte ich ganz besonders bei mir immer darauf, dass ich mich auch genügend mit positiven Dingen beschäftige, auch mit den kleinen Dingen im Alltag, die vielleicht hier auf meinem YouTube-Kanal manchmal so zu kurz kommen oder zumindest nicht so dargestellt werden, also wie meine Zitronenshots jeden Morgen, die ich trinke und die mir einfach einen total positiven Start in den Tag begeben. Ja, ich schweife so ein bisschen ab, aber ein Part in meinem Alltag ist auf jeden Fall auch, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich mal machen möchte, die ich mal erleben möchte. Oder auch ein Part daraus, materielle Dinge, an denen ich mich erfreue, weil sie mir einfach so viel Freude bereiten im Alltag. Ich komme nur zurück auf unsere Hermes-Mosaikstücke. Ich habe dazu ja jetzt auch ein Video gedreht. Ich erfreue mich da einfach jeden Tag dran. Und ja, es ist etwas Materielles, aber es ist immer dieses Gefühl, das habe ich von Mama bekommen. Und das ist jetzt einfach total schön. Und Dinge, die uns glücklich machen, sollten wir in unserem Alltag haben. Ob es nun materielle Dinge sind, vorwiegend natürlich aber auch Freunde und Menschen um uns herum. Und ja, das wisst ihr alle mindestens genauso gut wie ich. Von daher heutiges Videoformat. Es geht um meine aktuelle Designer-Wunschliste. Fangen wir an. Ich habe mir eine, wie soll das anders sein? Ich habe natürlich eine Liste. Wie denn auch sonst? Also ich habe sogar momentan 2 Listen. Ich glaube, ich muss das nochmal so ein bisschen strukturieren, weil es... Wartet mal. So, ich habe mir jetzt hier erstmal meine 2 Listen, die ich hatte, ein bisschen umstrukturiert. Es sind eine ganze Menge Sachen, die draufstehen. Und das ist natürlich keine Liste, wo ich jetzt dieses Jahr alles von kaufen werde. Aber es sind halt immer wieder Dinge, die mir einfach helfen zu visualisieren. Was hätte ich ganz gerne als nächstes? Ich plane solche Käufe halt immer ganz gerne, damit ich keine Fehlkäufe in Form von Spontankäufen mache, beziehungsweise ja,
die Dinge einfach so ein bisschen mehr durchdacht sind. Also ich mache auch mal einen spontanen Kauf und ich kaufe auch mal das Falsche, wie jetzt zuletzt gesehen bei meiner Pochette Kosmetik von Louis Vuitton, wo ich im Winter die kleine Variante gekauft habe, die ich jetzt ja in die größere Variante gewechselt habe, die ich deutlich, deutlich besser und mehr einsetzen kann. Aber deshalb hilft es mir immer, das an der Stelle so zu visualisieren. Und nochmal, Konsum ist an der Stelle natürlich nicht alles. Aber es ist natürlich auch ein Teil von dem Alltag von vielen von uns. Fangen wir auf jeden Fall an. Womit fangen wir an? Ach genau, und ich brauche auf jeden Fall auch noch eure Unterstützung. Ich habe eine Frage dabei, nämlich an euch. Es ist ja so, dass ich immer einen Teil meines Geldes gerade für solche Designer-Sachen beiseite spare. Und was ich mich momentan frage mit dem nächsten Betrag, den ich mir zusammenspare, kaufe ich mir davon jetzt in Anführungszeichen wieder eine Designertasche, beziehungsweise der Hintergrund, warum ich frage, ist, dass ich zum Beispiel ja so gerne mal irgendwann eine Hermes Mini Kelly zum Beispiel hätte. Da hätten wir so ein erstes Designer-Wunschlistenteil. Das ist echt ein großer, großer Traum für mich und das ist natürlich auch einer, für den man wirklich sehr lange sparen muss. In der Zwischenzeit erreicht man natürlich auch Steps, wo man sich einen Hermes-Gürtel kaufen könnte oder die Hermes-Oran-Sandalen, die ich auch mega, mega schön finde und die auch auf meinen Wunschlisten stehen. Und da frage ich mich einfach, sollte ich diese Dinge dann kaufen und dann noch weiter sparen? Sollte man zuerst auf diesen größeren Part hin sparen? Ich habe es bisher immer so getan, dass ich mir eher die größeren Dinge gekauft habe. Merke manchmal aber im Alltag, dass ich denke, ach, ich hätte ganz gerne noch einen zweiten Gürtel von Hermes, nämlich in einer anderen Farbkonstellation, um den bei gewissen anderen Dingen zu tragen. Und dadurch, dass ich ja auch schon viele Handtaschen habe, wäre es jetzt vielleicht auch mal an der Zeit, auch diesen Zwischenstep einfach mal zu machen. Und 700 Euro für einen Gürtel ist ja, steht ja außer Frage, auch eine Riesenausgabe nur für einen Gürtel. Aber ich erfreue mich so, so viel an meinem bisherigen Hermes-Gürtel und habe den auch schon so, so viel getragen, dass das für mich einfach eine super Investition gewesen ist. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also es würde mir total helfen, wenn ihr mir da Tipps geben könnt, wie ihr das an der Stelle handhabt oder wie ihr das bei mir sehen könntet. Ihr wisst ja nun, dass ich auch schon viele Handtaschen habe. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. So, und jetzt fangen wir auf jeden Fall an. Ich überlege gerade, wo wir anfangen. Fangen wir einfach oben an, was oben steht. Auf meiner Designer-Wunschliste 2021 August steht. Da steht auf jeden Fall momentan, ich habe ihn noch nie anprobiert, ein Ohrring von Cartier. Und zwar ist das ein Ohrring, den man einzeln kaufen kann, aus der Juste en Clou-Serie. Das ist diese, die aussieht wie ein Nagel. Und da gibt es einen kleinen goldenen Ohrring. Ich habe den jetzt auch mal zum Anprobieren bestellt und bin da ganz gespannt, wie mir der gefallen wird, weil ich finde es halt super schön. Ich habe mir jetzt hier die Ohrlöcher stechen lassen, auch hier oben den Look stechen lassen. Und mein Plan ist ja, verschiedene Ohrringe dazu haben. Und ich mag auch eine gewisse unsymmetrische Aufteilung. Das heißt, ich muss nicht auf jeder Seite die drei gleichen Ohrringe drin haben, sondern ich kann mir auch total gut vorstellen, unterschiedliche drin zu haben. Unter anderem halt auch diesen hier von Cartier. Ich bin gespannt, wie er mir gefallen wird, wenn ich den anprobiere, weil er ist kein Huggy, so wie ich sie momentan teilweise eher trage oder mir jetzt auch zukünftig noch weiter bestellen werde. Er ist ein ganz kleines bisschen größer als ein Huggy, also eher wie so eine Kreole. Und deshalb muss ich es unbedingt mal anprobieren. Aber deshalb steht er auf der Wunschliste und ich bin gespannt, wie er mir gefallen wird. Wenn er mir gefällt, heißt es aber auch nicht, dass ich ihn sofort kaufen werde, weil auch da, der kostet 870 Euro. Und auch diese 870 Euro kann man ja nur einmal ausgeben. Der nächste Punkt auf meiner Wunschliste wäre dann nämlich sehr nah dran mit 730 Euro, ein weiterer Gürtel von Hermes. Und der ist ja, wie gesagt, in einem ähnlichen Preisbereich und deshalb ist es halt so meine Frage, von der ich stelle, kaufe ich, würde ich den jetzt kaufen? Ich muss ja nicht zwanghaft jetzt irgendwas überhaupt kaufen, ne? Darum geht es ja auch nicht. Aber oder spart man das Geld lieber und kauft dann für 6.000 Euro irgendwann, wenn man sie zusammen hat, eine Hermes Mini Kelly, weil so sehen die Preise da momentan aus. Und jetzt hatte mir eine von euch auch noch so ein wunderschönes Bild geschickt von der Hermes Wallet on Chain, meine Güte.
es kommen immer mehr Möglichkeiten. Das ist ja auch etwas, was einen so ein bisschen erschlagen kann. Und das ist genau der Moment, wo man, glaube ich, zurücktreten sollte und erstmal nichts kaufen sollte, sondern sich wirklich überlegen, was habe ich im Schrank? Was fehlt gegebenenfalls, wenn man denn von Fehlen überhaupt sprechen kann? Aber was würde man sich als neue Ergänzung an der Stelle noch wünschen? Und bei diesem Hermes-Gürtel ist es so, ich habe ja einen in Schwarz und auf der Rückseite ist er dunkelgrau. Und ich hätte sehr gerne noch einen, vielleicht in der Kombination Weiß und in diesem camelfarbenen Braun, das nennt Hermes immer Gold, weil ich mir die Hermes Mini Kelly auch richtig, richtig toll in diesem Gold vorstellen kann, in diesem goldenen Leder. Und dann wäre es natürlich total praktisch, diesen Gürtel passend dazu haben. Und entweder finde ich die Variante Konstanz, wie ich ihn schon habe, total toll. Da gibt es nämlich diese Wendemöglichkeit, dass man zwei verschiedene Seiten hat. Und ich glaube, die Konstellation Gold und Weiß ist da vorhanden. Oder ich finde auch die Kelly-Gürtel mega schön. Die sind dann so ein bisschen schmaler. Und ich habe aktuell gar keinen schmalen Gürtel. Von daher wäre auch das eine große Überlegung wert. Und da würde ich dann auch entweder zu Weiß oder zu diesem Gold tendieren. Kann ich mich aber noch nicht so ganz mit festlegen. Deshalb wäre die Konstanz vielleicht oder der Konstanzgürtel ein bisschen praktischer noch, wenn man da zwei Farben in einem Gürtel hätte. Und als Schnalle hätte ich auf jeden Fall gerne eine goldene Schnalle, weil jetzt habe ich ja eine silberne Schnalle. Und vielleicht auch die goldgehämmerte, so wie ich sie ja jetzt auch schon in Silber habe, weil ich dieses Gehämmerte einfach so schön finde. Oder dieses ganz schlicht Gold. Ne? Da ist es natürlich aber auch mal so, dass man sich dann so Kratzer und so reinholt und dann auch da so ein paar Merkmale hat. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall auch ein Teil, mit dem ich an der Stelle liebäugel. Als nächstes steht auf meiner Liste, ich habe das nicht mehr preislich sortiert, ein Armband von Cartier. Im Grunde stehen dann auf dieser Liste zwei Armbänder, aber das eine ist momentan einfach finanziell überhaupt nicht drin. Ich habe ja leider, ihr habt das auf Instagram mitbekommen, meinen vergoldeten Armreifen von Monica Vinader irgendwie verloren. Das war der Thin Bangle und ich bin so traurig darüber. Ich habe den so gerne getragen. Ich habe ihn auch vor allem in Verbindung mit den aktuellen Armreifen so gerne getragen. Und irgendein Tag ist mir aufgefallen, dass er nicht mehr an meinem Arm war. Und ich weiß einfach nicht, wo ich ihn verloren habe. Also ich muss ihn irgendwo unterwegs verloren haben. Das war auch noch vor dem Umzug. Ich hatte gedacht, beim Umzug taucht er wieder auf. Und dadurch fehlt mir jetzt aber auch hier immer so eine goldene Komponente. Ich habe hier nur ein ganz schmales, vergoldetes Armband, was aber halt auch nicht so stark auffällt wie das von Monica Vinader. Und dafür hätte ich, glaube ich, ganz gerne nochmal irgendwie einen Ersatz, eine Alternative. Ich weiß auch nicht, wie der aufgegangen ist, weil eigentlich war der Verschluss immer super fest, ist auch egal. Deshalb, ich hätte irgendwann mega gerne das klassische Love Bracelet von Cartier. Ich habe es auch bei Cartier schon mal anprobiert. Dachte mal, die schmale Variante würde bei mir besser aussehen als die breite. Es ist leider andersrum. Leider, weil der breitere Armreif kostet dann nochmal 2.000 oder 3.000 Euro mehr. Das tut richtig weh. Realistisch auf der Wunschliste steht deshalb momentan von Cartier ein Armband. Das ist aus der Trinity-Reihe. Das sind diese kleinen Ringe in Weißgold, Gelbgold und Roségold. Und die werden mit einem Stoffband dann sozusagen hier am Arm gehalten. Habt ihr bestimmt auch schon vielfach gesehen. Das Besondere daran ist, dass man das einmal kauft und dieses Stoffband kann man sich beliebig oft bei Cartier dann auswechseln lassen, also die Farbe an der Stelle auch verändern. Da frage ich mich, wie häufig macht man das dann? Passt das dann farblich immer super zu den Outfits, die man trägt? Weil ich gehe ja nicht jeden Tag zu Cartier und sage, können Sie mir mein anderes Armband darum machen? Alleine dieser Weg in die Stadt ist ja mega aufwendig und es soll dann ja auch im Alltag immer dazu passen. Kevin macht das auch nicht so ganz leiden, hat er auch schon gesagt. Aber ich finde das immer wieder schön, wenn ich es bei Amelia, Eileen König und so weiter sehe. Ich finde es immer irgendwie eine richtig schöne Ergänzung zu dem anderen Armstack, den die tragen. Wäre jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel Gold, was dadurch reingebracht wird. Nichtsdestotrotz auch ein Stück, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Als nächstes haben wir eben auch schon mal kurz erwähnt, ein paar Sandalen von Hermes, und zwar diese Oran-Sandalen. Das sind die flachen Sandalen, die das Haar sozusagen, oh Gott, ich muss viel trinken, irgendwie wird mein Hals gerade trocken. Das hat sich gerade komisch angefühlt. Diese Sandalen haben vorne sozusagen keinen Sandalenstick, sondern da wo es ist sozusagen ein Haar aus diesem Leder dann.
Und die könnte ich mir mega gut vorstellen, auch in diesem Gold, also in diesem Camel Brown dann sozusagen. Super schöne Sandalen, ich würde sie total gerne mal anprobieren, auch hier wieder. Ich müsste sie erstmal anprobieren, um zu gucken, ob eine 42 an meinem Fuß auch so sitzt, wie eine 42 sitzen sollte. Und nicht, dass die zu klein ausfallen, dann würden die sofort wieder wegfallen. Die liegen momentan bei 495 Euro, sind aber einfach ausverkauft. Also gerade dieser Goldton ist total ausverkauft, wahrscheinlich weil jetzt auch gerade Sommer gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die immer wieder nachproduziert werden, weil das einfach so ein Klassiker ist, wie die Birkin und die Kelly, die immer da sind. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus, aber das ist auf jeden Fall auch ein Schuh, den ich ganz toll finde. Frage ich mich aber auch, ist jetzt Mitte, Ende August der richtige Zeitpunkt, so ein paar Sandalen zu kaufen? Weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit eher nicht da, dass ich sie anziehen kann. Denn wir laufen auf den Herbst zu. Wenn ich nach draußen gucke, ich habe heute auch extra die Lichter an. Übrigens, falls ihr euch wundert, woher diese tolle Beleuchtung kommt, Kevin hat mir richtig tolle Beleuchtung gekauft und ich habe jetzt zwei so riesige, wie bei so einem Fotoshooting, so Dinger stehen. Und dadurch ist es deutlich heller, als es sonst der Fall wäre, weil wir haben draußen absolut bewölktes, verregnetes Wetter. Also überhaupt kein Wetter für diese Sandalen. Aber deshalb danke an meinen Schatz für diese tolle Beleuchtung. Oh, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir, genau, Ohrringe waren eben schon mein Thema. Als nächstes haben wir von Astrid und Mio verschiedene kleine Ohrringe. Das habe ich auch schon mein komplettes Video gemacht, wo ich euch mitgenommen habe, als ich mir die Ohrringe habe stechen lassen. Also die dritten sozusagen, die ersten beiden hatte ich ja jetzt auch schon die letzten Jahre. Und den Rook. Und dafür habe ich verschiedene Ohrringe bei Astrid und Mio gesehen, beim Sommerlanden und bei Monika Winneder, die mir total gut gefallen haben. Und die will ich mir auf jeden Fall auch dieses Jahr besorgen. Ich habe mir schon einen goldenen Earcuff jetzt besorgt, weil ich will ja meinen Earstack golden gestalten. Und da ja, werden das mal für das Ohrringpaar, weiß nicht, 30 Euro sein, für das 70 und so weiter. Das läppert sich ja an der Stelle halt auch zusammen, weil ich habe insgesamt 4 Löcher, für die ich noch was brauche. Plus den Rook, da gehe ich aber davon aus, dass der noch länger im Heilungsprozess ist, weshalb ich da noch nichts anderes reinmachen werden kann. Aber die dritten Ohrlöcher, die sind jetzt schon 3,5 Wochen abgeheilt. Nach 6 Wochen sagt man, kann man wahrscheinlich tauschen, sagen wir mal nach 2 Monaten. Dann bin ich so in einem Monat ganz gut dabei, dass ich da was anderes reinmachen kann und nicht mehr diesen Grau-Titan-Stecker da drin habe. Deshalb stehen die auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste. Das Video verlinke ich euch hier, dann ja, ist es vielleicht das Einfachste, dass ihr euch das da nochmal angucken könnt. Als nächstes auf meiner Liste ist wieder etwas von Hermes. Meine Güte, das ist ganz schön Hermes-lastig. Vielleicht sollte ich das nochmal separat drehen mit den Teilen, die mich von Hermes interessieren. Oh Mann, mir ist ja jeden Morgen Müsli, unser geliebtes Schokomüsli. Und da habe ich schon mal damit geliebäugelt, ob ich nicht zwei Müsli-Scheiben gerne aus dieser Mosaikreihe hätte. Das wäre dann auch wirklich Geschirr, was wir richtig zum Essen im Alltag benutzen, weil die bisherigen Teller und Schalen, die wir haben, die benutzen wir ja komplett als dekorative Ablagen. Und diese Müsli-Schalen wären dann wirklich etwas, wo wir jeden Tag draus essen würden. Die dürfen nicht in den Geschirrspüler. Wobei der eine Verkäufer bei Hermes hat mir schon gesagt, dass er die Sachen trotzdem in den Geschirrspüler tut. Man muss dann nur damit klarkommen, dass sich das Platinum tatsächlich rauswäscht. Ansonsten tut das den Tellern wohl nicht viel. Aber zwei Müsli-Schalen morgens unter dem Waschbecken abwaschen, finde ich jetzt auch nicht so mega aufwendig. Aber das könnte ich mir auch noch richtig gut vorstellen. Oder dass ich dann in diese wunderschöne Müsli-Schale immer mein Obst reinlege, was ich mir für den Tag geschnibbelt habe. Müsli-Schalen von Hermes kosten 158 Euro das Stück. Vielleicht dann doch für 155 Euro der nächste Punkt auf meiner Liste von Louis Vuitton, der Four Keyring Schlüsselhalter. Ich bin momentan mit dem, den ich habe, mega zufrieden. Den habe ich von meiner Schwiegermama in Spee letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist so ein kleiner Anhänger von Louis Vuitton. Und der hat immer den Vorteil, dass der quasi gar keinen Platz in der Tasche wegnimmt. Der einzige Nachteil, den ein Schlüsselanhänger generell hat, ist, dass die Schlüssel ja dann oder dass die Schlüssel blank in einer Tasche liegen. Und somit ja auch, wenn man wie die Trendy CC einen Innenbereich mit Leder hat, Gefahr läuft, dass es Kratzer gibt. Das ist ein Grund, weshalb ich mit diesem Schlüsselhalter von Louis Vuitton, das ist einer, der ist dann so geschlossen aus diesem klassischen Canvas-Monogramm, finde ich den auch super, super schön. Gibt es auch für 6 Schlüssel, aber ich habe nur 2, von daher reicht der 4 Keyring-Holder auf jeden Fall aus.
Habe ich letztes Jahr zu Weihnachten auch schon mal mitgeliebäugelt. Und der hat halt einfach den Vorteil, dass die Schlüssel dann drin sind und die Taschen von innen halt nicht zerkratzen. Ich frage mich nur, ob ich den auch gut in meine kleineren Taschen wie die Wallet on Chain und die Burberry Serpentine Forever kriegen würde oder ob sie dann dafür zu groß wären. Das müsste ich vielleicht mal irgendwie testen. Ich weiß noch nicht, wie ich es testen kann. Hat das von euch einer und kann das mal zu Hause testen? Oh, was haben wir hier noch? Oh ja, oh mein Gott, August. Und ich denke schon wieder an Weihnachten. Aber dieses Jahr ist es auch wieder so weit. Ich liebe ja die Weihnachtszeit. Und ich liebe Adventskalender. Ich habe ja letztes Jahr richtig viele Videos zum Thema, was man in welche Adventskalender wo wie reinmachen kann, gemacht. Da habe ich, glaube ich, eine komplette Playlist auch zu erstellt, weil es mehrere Videos gewesen sind, auch mit verschiedensten Geschenkideen. Und unter anderem auch die besten gekauften Adventskalender. Und ein Adventskalender, mit dem ich immer sehr, sehr liebäugle, schon seit einem Jahr, zwei Jahren, ist der von Just Spices. Wir haben drei Gewürze von denen hier zu Hause und ich benutze die total gerne. Und habe letztes Jahr auch schon mal gedacht, ach, kaufe ich noch mal ein paar andere Gewürze. Ich würde so gerne einfach noch mal welche auch einfach testen. Und dafür hat dieser Adventskalender, gerade momentan, wo der von 150 auf 100 Euro reduziert ist, einfach ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da ist zusätzlich noch ein Kochbuch dabei. Ich finde, das ist so eine geniale Idee, um diese Gewürze alle mal auszutesten. Und da bin ich zum Beispiel auch am Überlegen, das hat jetzt nichts mit Designer zu tun, aber das hat sowas mit Qualität zu tun, Adventszeit, Weihnachten. Oh mein Gott, wie schön. Außerdem habe ich noch für um und bei 100 Euro kosten die weiße Bettwäsche auf meiner Wunschliste stehen. Wir haben ja jetzt das beigefarbene Bett und ich möchte dieses Jahr, ich glaube spätestens zur Weihnachtszeit oder so, es hat ja natürlich überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, weiße Bettwäsche, weil ich denke da mehr so an Weihnachtsgeschenke, möchte ich so gerne weiße Bettwäsche haben. Und es gibt so viel weiße Bettwäsche da draußen. Ich habe von Ikea, wollte ich gerade schon sagen, von H&M zum Beispiel, im Laden auch schon mal welche gesehen, aus weißem Leinen, mega schön. West Wing hat verschiedene weiße Bettwäsche, teilweise auch noch mit so einem kleinen Rahmen drumherum und teilweise auch so ganz schlichte, wo ich dann auch nicht so ganz verstanden habe, worin unterscheiden die sich denn jetzt am Ende? Und das finde ich dann so schwierig, um zu sagen, okay, kauft man jetzt die oder die? Vielleicht bestellt man auch einfach beide, um sie dann irgendwie parallel zu sehen, um zu wissen, okay, worin sind jetzt die Unterschiede? Aber ich möchte so gerne weiße Bettwäsche haben, weil ich finde das einfach so mega schön, wenn man dann dieses beige Bett hat mit dieser schlichten Bettwäsche. Die Bettwäsche, die wir jetzt drauf haben, ist von Christie. Die ist auch schon in einem sehr dezenten Muster. Die ist auch mega schön, super hochwertig. Liebe ich. Ich finde nur eine schlichte weiße Bettwäsche würde noch besser drauf aussehen. Deshalb steht auch die auf meiner Wunschliste. Ich habe hier noch zwei Sachen stehen, bevor es ein bisschen durcheinander wird. Aber chronologisch steht bei mir als nächstes noch ein Parfum drauf. Und zwar hätte ich mega, mega gerne, liebäugle ich auch schon seit zwei Jahren mit, von Byredo, das Spider Freak. Oder Mojave Ghost heißt, glaube ich, der andere Duft. Oh, die habe ich beide schon getestet. Ich finde die mega, mega schön. Kostet eine 50ml Flasche, glaube ich, 120 Euro. Also eine ganze, ganze, ganze Menge Geld für nur 50 Milliliter. Deshalb ist das auch nichts, was man sich mal so einfach so kauft. Wäre auch vielleicht sowas wieder als Weihnachtsgeschenk, keine Ahnung. Aber ja, ich habe hier sowieso nicht so gerne so viele verschiedene Düfte. Ich glaube, momentan habe ich vier. Oh, ich glaube, es sind vier. Ich glaube, es sind vier. Auf jeden Fall könnte ein Fünfter noch einziehen, vor allem, weil ich schon so, so lange damit irgendwie die Beuge. Und das letzte erstmal von der ersten Liste wären noch ein paar weitere Teller von Lambert. Gehen wir mal weg von Hermes. Für eine Hermes-Schale würde ich die, für eine halbe Hermes-Schale würde ich 8 Schüsse von Lambert bekommen. Auch wieder ein ganz schön krasses Verhältnis. Wir haben momentan ja mal diese blauen Müsli-Schalen. Und da merken wir teilweise, dass wir die morgens benutzen und dann auch abends nochmal für was anderes benutzen. Und dann sind die permanent im Geschirrspüler und uns fehlt vielleicht mal eine. Kommt eher seltener vor, aber es wäre ein bisschen komfortabler, wenn wir davon mehrere hätten. Und ich finde es auch ganz schön, wenn wir die passend zu dem weißen
Piana-Modell geschritten, was wir sonst von Lombard haben, weil ich das einfach so mega schön finde. Kevin findet das auch total toll, ist mega happy, dass wir das gekauft haben. Freut mich auch, dass er das auch so schön findet. Und deshalb überlegen wir da tatsächlich die 6 blauen Schalen zu verkaufen und stattdessen lieber nochmal 8 von diesen weißen Schalen zu kaufen. Und wie gesagt, 8 Lombard-Schüsseln, Müsli-Schüsseln kosten so viel wie eine halbe Hermes-Mosaik-Schale. Jetzt wird es wieder durcheinander, weil jetzt komme ich auf eine andere Liste, wo ich irgendwie mal woanders angefangen habe, was aufzuschreiben. Hier hätten wir noch drauf eine weitere Handtasche, und zwar von Bottega Veneta, die Mini Pouch Bag. Ich habe sie letztens im Geschäft auch mal anprobiert und geguckt, ob mein Handy reinpasst. Das wäre auf jeden Fall Grundvoraussetzung, dass das da reinpasst. Und es passt. Ich finde die mega schön. Ich sehe die immer bei Lydia Tomlinson. Die hat die in beige und genau das ist die, die ich auch haben will. Da wären wir wieder beim Thema, Stefanie sucht eine beige Handtasche und hätte da eine gefunden. Die ist auch deutlich bezahlbarer als sämtliche Chanel-Taschen. Ich glaube, die kostet 9.400 Euro. War, glaube ich, da, wo ich jetzt geguckt hatte, ausverkauft. Lass mich nicht lügen. Kostet, wie gesagt, glaube ich, 1.400 Euro. Und ich finde die einfach super schön. Und glaube auch, dass es eine Tasche ist, über die man sich mehrere Jahre freut. Ich glaube, das Modell gibt es ja jetzt schon seit 1-2 Jahren. Das begleitet uns schon länger. Sie ist immer noch total im Trend. Ich bin mir nur mal nicht sicher, ob ich nicht dann mehr der Typ wäre, der sagt, nee, ich warte lieber und spare das Geld für eine beige Chanel-Tasche. Da ist ja auch noch meine absolute Wunschkombination, eine Mini-Rectangular im beigen Kaviarleder mit goldener Hardware oder auch Champagner-goldener Hardware. Das wäre so momentan so die nächste Traumtasche, die mir vorschwebt. Aber Chanel stellt ja leider derzeit keine Mini-Rectangular in Kaviarleder her. Deshalb muss ich mich von dem Gedanken, glaube ich, ein bisschen verabschieden. Oder halt eine Hermes Mini Kelly in so einem Beige-Ton. Wobei dieser Goldton, dieser Camel-Ton deutlich wahrscheinlicher ist, dass man den bei Hermes bekommt, weil das einfach eine Farbe ist, die zu den Klassikern gehört und die häufiger hergestellt wird. Da hatte ich mich nämlich auch schon mal erkundigt. Aber das wären diese beiden, Bottega Veneta und Chanel Mini Rectangular, wären noch 2 Taschen, die momentan auch so auf meiner Wunschliste stehen, die ich mir vorstellen kann. Ja, und als letztes, und damit beenden wir diese schon ewig lange Wunschliste. Ich glaube, es wird mehrere Jahre brauchen, bis ich diese Teile alle habe, beziehungsweise ich glaube, es wird auch Teile geben, die werden auch einfach wieder gehen. Ich weiß gar nicht, was auf meiner letzten Wunschliste zum Beispiel drauf gestanden hat. Und da gibt es bestimmt dann auch Dinge, die jetzt nicht mehr draufstehen, weil der Geschmack ändert sich ja auch teilweise. Auch ein Grund, weshalb ich immer genau überlege, möchte ich das wirklich jetzt haben? Warte ich nochmal ab, ob sich mein Geschmack diesbezüglich nicht ändert? Und wie gesagt, man kann ja sowieso nicht alles auf einmal kaufen. Und eine Sache, mit der ich schon sehr lange liebäugle, die ich aber immer wieder von mir her schiebe, weil ich mich wirklich frage, ob ich sie im Alltag so einsetze, wie es sich dann auch gehören würde, ist von Louis Vuitton die große Agenda. Ich glaube, die heißt Agenda GM. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ich finde die so, so schön. Und zwar gibt es die einmal in der Variante, dass sie innen diese goldenen Ringe hat, wo man das so richtig reinknickt. Das finde ich schön. Vom Schreiben her ist es immer, glaube ich, praktischer, wenn man diese dicken goldenen Ringe nicht hat, weil ich finde es immer schwierig, wenn man dann da so rüberkommt, da kann man immer so schlecht schreiben. Deshalb gibt es auch eine Variante, wo man das immer nur sozusagen so zu den Seiten reinsteckt und wo das dann eher so eine flachende Ebene ist. Flachende Ebene ist auch ein schönes Wort. So eine flache Ebene. Und ich finde, das sieht so cool aus, wenn ich das bei Leuten auf dem Schreibtisch liegen sehe. Je suis Lou zum Beispiel heißt sie auf Instagram, bei der sich auch immer wieder den plane, die hat den mit den Ringen und die benutzt den auch total viel. Ich bin jemand, der eher so die Termine im Handy eingetragen hat, wobei ich gestehen muss, momentan habe ich gar nicht so viele Termine, die ich da eintrage. Ich mache mir wahnsinnig viele Listen in den Notizen, was den Videocontent für euch angeht, meine Ideen, wenn ich mir dann runterschreibe und die Links raussuche zu den Produkten, die ich erwähnt habe, damit ihr das in der Infobox finden könnt, das ein bisschen einfacher hat. Solche Links zum Beispiel könnte ich ja kaum da reinschreiben, das muss ich ja alles digital machen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das wirklich so benutzen würde, aber ich finde sie einfach total toll.
Und finde es auch schön. Manchmal ist es ja auch wirklich schöner, nochmal was wirklich händisch aufzuschreiben und nicht alles nur digital zu machen. Ich bin aber mehr der Typ, der momentan eher viel digital macht. Deshalb ist das ein Ding, was auf der Wunschliste steht und was auch schon sehr lange darauf steht, wo ich aber immer wieder hinterfrage, ist es das wirklich? Und dann gehe ich immer nochmal wieder eher einen Schritt davon weg. Weil ich will ja nichts kaufen, nur damit es schön auf dem Schreibtisch liegt, wenn ich es dann nicht benutze. Und das Risiko sehe ich da so ein bisschen. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht werde ich am Ende denken, Mensch, warum habe ich das nicht viel früher gemacht? Und ich benutze das so wahnsinnig viel. Das ergänzt mein digitales Handy einfach perfekt. Keine Ahnung. Habt ihr eine Agenda, die ihr benutzt? Also sei es jetzt von Louis Vuitton oder von Karstadt oder wie auch immer. Oder macht ihr die Dinge auch eher digital und was schreibt ihr da so rein? Also, ja, ich bin da mit mir noch nicht so ganz einig, aber ich finde es einfach sehr, 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 sehr schön und sehr praktisch, wenn man es denn dann auch verwendet. So, meine Haare und ich. Das fühlt sich aber irgendwie total cool an, weil die ganzen Haare nicht mehr so abstehen. Also ich habe es ewig nicht geglättet und das fühlt sich richtig, richtig schön an. Muss ich vielleicht jetzt doch nochmal wieder häufiger machen. Ich werde jetzt das Video hier beenden. Ich habe dann eine große To-Do-Liste, um euch nämlich wieder alle Links zu den erwähnten Produkten rauszusuchen, sofern ich welche finde. Und bin mega gespannt auf eure Tipps zu meiner Wunschliste und wie ihr euch selber auch Dinge kauft. Also, weil ich bin nicht in der Position, dass ich mir einfach irgendwie alles auf einmal kaufen kann. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir von Zeit zu Zeit gewisse Dinge leisten kann, aber deshalb halt auch genau überlege, was kaufe ich wann. Ja, und bin deshalb total gespannt auf eure Meinung und auf eure Empfehlung. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr bisher ja, super durch den Sommer gekommen seid. Ich kann gar nicht mehr an Sommer denken, wenn ich da draußen nur Regen sehe. Meine Güte, oh mein Gott. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, wie immer, bis bald. Ich freue mich auf eure Kommentare. Muah!